Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Wie ihr seht, heute geht es um die Abnahmen am Reihenanfang und Reihenende. Es ist wirklich super einfach, es wird ein sehr kurzes Video. Mir war es aber wichtig, dass das auf jeden Fall auch dabei ist, auch natürlich ein eigenes Video kriegt, wie jeder Schritt. Weil manchmal will man nicht alles sehen, bloß was Einzelnes. Gut ihr Lieben, dann reden wir nicht lange, sonst wird das Video doch noch zu lang. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Gut, ihr Lieben, starten wir. Als erstes machen wir Abnahmen am Reihenanfang. Es ist super einfach. Genauso dann wie am Reihenende ist auch wirklich super einfach. Wenn ihr am Reihenanfang etwas abnehmen wollt, also ein Kästchen oder auch mehrere, macht ihr eine Wendeluftmasche so. Und wenn ihr jetzt nur ein Kästchen abnehmen wollt, macht ihr über dieses Kästchen, also über diese drei Maschen jetzt, Kettmaschen. Also in jede Masche eine Kettmasche. Eins, zwei. Und 3. Und schon habt ihr am Reihenanfang ein Kästchen abgenommen. Wenn ihr natürlich zwei Kästchen abnehmen wollt, müsst ihr natürlich über die nächsten drei auch noch Kettmaschen machen. Also je nachdem, wie viele Kästchen ihr am Anfang abnehmen wollt, so viele müsst ihr halt mit Kettmaschen überarbeiten. Eine Wendeluftmasche, dann immer über 3, 6 oder 9, je nachdem wie viele Kästchen ihr abnehmen wollt. Ein Kästchen sind immer 3 Maschen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen oder dann 3 Stäbchen. Und wenn ihr dann eure Abnahme habt, also ich nehme jetzt hier ein Kästchen ab, dann macht ihr natürlich eure Wendeluftmaschen. Entweder macht ihr 3 Stück, wenn ihr das erste Kästchen als volles Kästchen machen wollt, oder ihr macht 5 Stück, wenn das erste Kästchen ein leeres Kästchen sein soll. Und dann arbeitet ihr ganz normal weiter. Dann machen wir ein Stäbchen. Mein nächstes, sag mal. Mein nächstes Kästchen soll auch leer werden. Also mache ich 2 Luftmaschen. Das nächste Kästchen wird jetzt voll, also mache ich 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Das nächste möchte ich auch noch voll, mache ich nochmal 3 weitere Stäbchen. So, und wenn ich jetzt am Ende meiner Reihe angekommen bin, beziehungsweise kurz vor dem Ende bin und dort auch ein Kästchen oder 2 Kästchen abnehmen möchte, lasst ihr einfach die restlichen aus. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt 3 Kästchen abnehmen hier am Ende, dann häkle ich einfach nicht mehr weiter und wende hier dann schon meine Arbeit. Das heißt, ich lasse einfach so viele am Ende aus, wie ich abnehmen möchte. Und jetzt könnt ihr ganz normal eure Arbeit wenden, macht eure Wendeluftmaschen und arbeitet weiter. Und genauso am Reihenanfang abnehmen, macht ihr mit Kettmaschen immer. Pro Kästchen sind es natürlich 3 Kettmaschen, weil jedes Kästchen hat 3 Maschen. Und so viele Kästchen, wie ihr abnehmen möchtet, möchtet ihr 2 abnehmen, macht ihr die Kettmaschen über 2 Kästchen. Ganz einfach. Und auch hier, so viele, wie ihr am Ende abnehmen wollt, so viele lasst ihr einfach aus und macht davor schon dann, wendet davor schon einfach für die neue Reihe. Und das war es eigentlich auch schon. Also Abnahmen waren ja schon ganz okay, aber die
Die Zunahmen waren ja schon ganz okay, waren eigentlich auch nicht so schwierig, aber die Abnahmen sind wirklich super einfach, also geht super schnell. Ihr seht schon, heute gibt es mal nicht so ein langes Video. Ist, denke ich mal, auch nicht so schlimm, aber es ist wichtig, es gehört dazu. Und ich wollte es einzeln machen und ich muss jetzt dann demnächst mein Fenster zumachen, weil durch das Licht das ganze Viechzeug reinkommt. Gut, ihr Lieben, dann war es das für heute. Auch wenn es kurz bei mir hat es natürlich wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte es euch gut genug erklären. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen ganz schönen Abend, eine schöne restliche Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann sehen wir uns am Freitagabend schon wieder. Bis dann, ciao!